So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, eine Folge Ramses Kitchen, denn Joelle war letztens zu Besuch und die hat mir so eine Wundertüte mitgebracht. Da war drin dieses Stationery Set mit Lineal, Bleistift, Radiergummi und Spitzer von Pokémon. Da war drin dieser Pokémon Arcani-Senf. Da ist einfach Arcani-Senf drin, das ist nämlich scharf. Und was es eigentlich geht, sie hat mir 4 Dosen Cola mitgebracht, also eigentlich 5. Die ist aber doppelt, deswegen stelle ich die mal zum Rand und zeige euch mal, was wir heute testen wollen. Außerdem habe ich meine neue Haarschneidemaschine ausprobiert. Das Ergebnis sieht so aus, ich habe mich da komplett verschnitten. Jetzt sehe ich aus wie ein, naja, ihr wisst schon was. Deswegen setzt man das jetzt mal so rum auf, da sieht es wenigstens irgendwie lustig aus. Den Rest, der muss wieder nachwachsen, ich finde es total schlimm, aber das egal. Dafür trinken wir heute auch Zero Sugar, ne? Wenn wir einmal dabei sind. Was ich am interessantesten finde, das ist alles von der Firma Jumbo. Das ist alles die Special Edition Cola. Und wir haben hier einmal Special Edition Cola Coconut Flavor, also mit Kokosgeschmack. Wir haben mit Marshmallow Flavor, was total pink ist und richtig cool aussieht. Wir haben Strawberry Cream Flavor, also Erdbeersahne, sowas wie Campino wieder mal. Und wir haben Cinnamon Flavor, Zimt. Das müsste Zimt sein. Ich muss nur mal gucken, dass ich diese 4 Dosen Cola jetzt alle hier hochzimmer und wir dann ein Thumbnail machen. Das jetzt einfach so abstellen. Das sah wieder richtig behindert aus. Euch schiebe ich mal ein Stück weg. Das ziehe ich mal hier vor. Wir nehmen das kleine Probierglas und fangen mal an mit Strawberry Cream. Weil das, glaube ich, schon am meisten geschmeckt habe von anderen Sachen. Auch Booster hat auch mal irgendwie sowas ähnliches gehabt. So Strawberry Kiss mit Cream. Am Ende wollen wir natürlich wieder alle 4 Sorten in dem auf die dicken Glas zusammentesten. Hauen uns das jetzt also einmal hier rein. Es sieht aus wie ganz normale Cola. Ein kleines Probiergläschen. Special Edition Cola. Alle mit Zero Sugar. Diese Strawberry Cream. Ja, schmeckt ein bisschen nach Erdbeer. Schmeckt ein bisschen cremig. Schmeckt halt wie Campino einfach. Cola-Geschmack habt ihr ein bisschen da, aber dieses Zero. Das ist so, ich kann damit wirklich nichts anfangen, wie Leute das freiwillig trinken. Als süße Variante wäre das bestimmt ein richtig tolles Getränk, was du eisgekühlt zwischendurch mal so zu dir nehmen kannst. So als Zero-Variante kann ich dem Ganzen wieder gar nichts abgewinnen. Das ist wie Arznei im Endeffekt, also brauchst du eigentlich auch nicht. Gehen wir mal, wenn wir hier von Strawberry Cream überschwappen zu Marshmallow. Marshmallow Flavor müsste ja dann auch mega süß sein. Sieht bestimmt genauso Cola schwarz aus. Marshmallow Flavor. Riecht irgendwie genauso wie die erste. Nehmen wir auch einen Hieb. Und die hat gefühlt gar keinen Geschmack. Schmeckt wirklich wie Zucker. Wasser. Total wässrig. Ich habe so gut wie nur Schaum im Mund gerade. Die sind wieder nicht gekühlt, das ist alles warm, bad warm. So habt ihr eigentlich wirklich nur Schaum. Es ist total wässrig, es ist irgendwie voll süß, aber gleichzeitig zieht es euch das Gesicht zusammen, weil es nicht natürlich süß ist, sondern einfach nur, ja, Zero halt, Zero. Was willst du dazu sagen? Bevor wir zur scharfen Zimt-Variante kommen, würde ich sagen, gucken wir uns mal Coconut an. In Coconut Flavor. Ich hoffe, der kann was besser. Ja, der Crazy O, dem habe ich letztens auch ein Bild geschickt und gesagt, guck mal, jetzt habe ich so eine Frisur wie du. Und er hat gesagt, nee, jetzt siehst du hier aus wie Mogi oder wie er heißt. Hier Mythos of Gaming oder sowas. Das ist komischerweise schon, selbst als ich noch Haare hatte, haben die Leute gesagt, du siehst aus wie Mogi. Das werde ich nicht mehr los, das ist jetzt einfach da. Wir haben jetzt also den Coconut Flavor von dieser Variante. Du hast einen ganz leichten Kokosgeschmack, den finde ich eigentlich richtig cool, in Kombination mit der Cola. Aber du hast wieder so extrem viel, einfach nur Schaum, Kohlensäure, extrem wässrig gleichzeitig wieder. Dieser Geschmack ist wirklich so minimal.
Mal Geschmack und so viel einfach nur bäh dabei, dass das auch nicht wirklich gut schmeckt, weiß ich nicht. Wer kauft sowas? Das ist, glaube ich, alles aus den Niederlanden. Oder aus, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist irgendwo her. Das ist aus Afghanistan, genau. Die Jumbo-Marke, wer die kennt. Und jetzt aber noch die Zimt. Die Zimt-Variante mit Cinnamon, ne? Zimt. Da steht nämlich hinten drauf: Kohlzuhudente Friestrank mit Cola in Kanilsmak mit Zitzdofoin in. Und da merkst du schon, das ist Holland. Das muss Holland sein. Wir trinken Zimt-Cola aus Holland. Also gefühlt wäre die Zimt-Cola mein Favorit, was mir am besten gemundet hat, weil mich das ein bisschen an Dosmas erinnert. Dosmas ist ja so Zimtlikör, den es zu kaufen gibt. Hat aber trotzdem wieder so einen extrem wässrigen, künstlichen, komischen Zerro-Geschmack. Und das ist wirklich räudig. Deswegen, ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn man das jetzt alles zusammen mischt. Vor allem mit dem Haufen Kohlensäure. Wir füllen einfach jetzt mal hier von jeder was rein. Das Glas besteht nur noch aus Schaum, Strawberry Cream, Marshmallow. Jetzt haben wir hier noch Kokonat. Wir haben hier noch Zimt. Das kommt gar nicht hinterher. Alles komplett Schaum, was ich erstmal auflösen muss. Aufbröseln ein bisschen. Vielleicht sollten wir es schräg einschenken. Obwohl mittlerweile fährt es gut zusammen. Probieren es trotzdem mal schräg. Dass es nicht ganz so stark ist mit der Schaumbildung. Und ich möchte trotzdem, dass das bis am Hängel zusammenkommt. Ist eigentlich fast über. Hier ist noch ein bisschen viel drin. Machen wir da nochmal einen Schluck. Noch ein bisschen Zimt oben drauf. Jetzt haben wir alle vier Sorten zusammen hier drin in diesem Glas. Und ich glaube, das ist nichts Gutes. Das hätte wirklich gekühlt sein müssen. Boah. Denn so hat das so viel Kohlensäure. Ich weiß nicht, warum nicht mal normale Cola hat so extrem viel Kohlensäure. Der hat zwar schon extrem viel Kohlensäure, aber nicht so viel extrem wie das in dieser komischen Zerro-Variante. Das hauen wir jetzt weg. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramse. Strawberry Cream Marshmallow Coconut Cinnamon Flavor von Jumbo Special Edition Cola. Es drückt auf den Brustkorb, deswegen jetzt ein Löffel Senf danach und die Welt ist ein besserer Ort. Wenn ihr die kennt, wenn ihr schon mal in Holland wart, wenn ihr diese Jumbo Special Editions Cola Getränke probiert habt, Zero Zucker, schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.